Hey Leute, Crimex hier, was geht ab mit Paul Berger? Wir werden heute mal wieder gemeinsam auf YouTube Shorts reagieren. Lang ist es her, lass dein Like und ein Abo da und let's go. Deine Zähne oh, a wife machen. Hier direkt. Okay, Freunde, falls ihr was davon macht, Sachen, die macht Zähne, kaputt machen. Ah, okay, jetzt gut aufpassen. Okay, ich werde niemals wieder... Ja, aber Zitronensäure, ne, das greift den Zahnschmelz an. Bro, what? Ja. Warum Zitronen? Ich dachte, die wären gesund. Nein, das ist viel zu viel Stiften Säure. Rumkauen, das mache ich auch immer. Bro! Alter, das macht ja voll die Zähne kaputt. In der Schule früher immer, Junge, wenn die es auch gemacht haben, lass mal ein Abo da. Sachen, die deine Zähne... Okay, man sollte keine Stifte kauen. Ich gebe dir Takis. Oh, Takis? Was soll ich der nächsten Person kaufen? So, ganzen Baum voller Brokkoli. Okay. Ganzen Baum voller Brokkoli? Ich gebe dir Brokkoli. Danke. Was soll ich der nächsten Person kaufen? Eine Banane. Okay, Banane. Woo! Ich gebe dir eine Banane. Ja. Dankeschön. Was soll ich der nächsten Person kaufen? Wenn die nächste Person dir folgt, darf sich 4 Sachen im Snackshop aussuchen. Okay. Hey, folgst du mir? Ich muss kurz schauen. Ja, ich folge dir. Ja, nice, du kannst. Bro, das ist doch immer so gefaked, diese, ey, folgst du mir? Und auf einmal zufälligerweise folgt den immer die ganze Menschheit. Du so. Hast auch vom Snackshop. Noch nie diesen Typen gesehen. Ja, dann mach ich mit. Let's go. Okay. Ich geb dir Takis. Gebe meinen Kindern verschiedene Snacks, um zu sehen, wie sie reagieren. Ich hab was für euch. Okay. Essen, wenn ich rausgehe, ja? Also hier. Essen, wenn du wiederkommst. Genau, nein, ihr dürft das essen, aber erst, wenn ich rausgehe, ja? Dein Teller, Kay, das ist Tyrese sein Teller und das ist China. Der Arme. Oh, ja? Der Arme, warum kriegt er, warum kriegt er nur Paprika? Ich mag das gar nicht. Bis ich komme, ja? Okay. Ja. Wenn ich gehe, dürft ihr anfangen zu essen, ja? Okay. Der Arme, hä? Der will auch hier so, essen, keine Ahnung, was das ist. Guten Appetit. Schoki. Ein Blick. Ja, Papa, damit du Bescheid weißt, mein Kumpel, der gleich kommt, der ist geistig ein bisschen eingeschränkt. Stell dich drauf ein, okay? Alles klar, kein Problem. Hey, Digga, was geht? Komm rein. Hey, was geht? Ach ja, nur zur Info, mein Vater ist taub bzw. schwerhörig, redet also laut und langsam. Easy, Mann, kein Stress. Hallo? Hallo, Sie sind also der Papa von Alpay. Ja. Genau. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Jonas. Ganz meinerseits. Schön, dass Alpay auch Freunde wie dich hat. Hey, Digga, ich hab ein bisschen Alk mitgenommen. Wollen wir den kalt stellen? Und ein bisschen Weed können dann noch entspannen. Papa, er sagt, wir sollten so langsam hoch. Wir müssen noch die Präsentation. Junge, hör auf zu schreien. Ich hör dich. Ich habe auch gehört, was er gesagt hat. Ich bin nicht taub. Was? Sie sind nicht taub? Nein, bin ich nicht. Du bist doch der Behinderte von uns. Was, ich? Bro, er hat einfach alle Hops genommen. Bringst die zu weit ging. Ich will endlich mein echtes Gesicht zeigen, aber dafür brauchen wir ja eine Kamera. Deswegen habe ich meinen besten Freund Schmacki gefragt, weil er mir eh noch Geld schuldet. Also gehen wir gemeinsam zum Café und seine Karte raus und bezahlen, aber es gibt ein Problem. Mein Konto ist leer, Digga, es ist einfach leer. Ich bin so mies, Bro, dachte ich wär Millionär. Leute, ich will endlich mein echtes Gesicht zeigen, aber dafür brauchen wir ja... Da kommt bald ein neues Lied von Alphastein. Wo sind die Toiletten? Ich schlafe heute schon wieder in einem Kapselhotel. Und wie ihr sehen könnt, ist hier keine Toilette drin. Was ist das für ein Hotel? Mal ist die Kapsel einfach noch viel kleiner als beim letzten Mal. Was ist das für ein Hotel, ist auch Leute? Kein Hotel mehr, sondern ein Hostel. Und ich bin selber schon gespannt, wo die Toilette ist. Um dorthin zu kommen, muss ich hier erstmal raus. Alter, niemals würde ich in so einem okay, Ding pennen. So und dann so. Niemals würde ich in sowas schlafen, Leute. Mal rausgehen. Das ist schon ein bisschen gruselig. Hier schlafen überall die anderen. Das ist voll weird. Alter, hier schlafen einfach Leute zu zweit drin. Und gleich sind wir auch schon bei der Toilette. Da ist es auch schon. Das ist voll weird, wenn man so überlegt, dass da überall gerade so andere Menschen liegen, hä? So kleine Kapseln, die ein Waschbecken, eine Toilette und eine Dusche haben. Wo sind die? Naja, aber andererseits, man kann da bestimmt richtig günstig unterkommen, ne? Es ist auch nicht schlecht. Cars versus popular YouTubers. Oha! Autos gegen YouTuber. 21.9 million subscribers. Mercedes. H.O. Speed. Oh, Mercedes-Maybach. Oh, Sniper Wolf. 34.3 million subscribers. BMW. Oh. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Subscribers. Tesla. Oh. Nissan GT-R. Oh, dude, perfect. 59.9 million subscribers. Lamborghini. Oha!
Da! Fast Mr. Beast. Bugatti. Junge. Der Bugatti natürlich zu Mr. Beast, Leute. My car. Aber wer ist dieser Real Bad Grandpa? Warum hat der 300 Drive. Millionen Abos? Cars versus Pop. Gibt doch gar keinen mit 300 Millionen Abos, oder? Ja, darf man nicht Motorrad fahren oder was? Wow, was ist denn da passiert? Ich fahr jetzt nicht Stress alleine. Mit der Polizei. Ach so. Das ist doch da in Köln. In Köln-Deutz bei der Messe ist das doch, oder? Was? Deine Veranstaltung, die sie hier durchführen? Welche? Die fahren alle Motorrad. Es ist endlich mal schönes Wetter. Müssen Sie auch ein bisschen verstehen. Ist grün, ne? Oha, er fährt einfach weg. Rechts, links. Was? Aber ist doch grün. Was soll ich denn da? Bitte? Ja, darf man nicht Motorrad fahren oder was? Hä? Was hat sie denn für ein Problem? Warum müssen jetzt alle mit ihrem Motorrad über den Bordstein hier fahren? Ja, darf man nicht Motorrad? Verstehe ich nicht, Leute. Das war eine richtige Karen, Leute. Boah. Omi hier wieder ganz wild unterwegs. In seinem Bugatti. Oh, fuck. Felix, das musst du auf Kamera. Hier kommt gerade Max und er ist tatsächlich mit seinem Jaguar XJ22, ein Auto, das Millionen... Bro, Omi, das ist echt zu wild. Also das hat ordentlich gescheppert. Der schafft das nicht hier hoch. Ach du Heilige. Also da drin sitzen übrigens Nein. Max, der Gumball-Gründer und der Rapper. Nein, der guckt euch das an. Seine das arme Auto. Steine liegen drauf, Lippe beschädigt. Also wir haben hier jetzt locker 150.000 Euro Schaden am Auto. Was? Wertminderung, alles drum und dran. Ah, Max dreht durch. Ich weiß auch nicht, wie lange wir noch hier filmen dürfen, bis wir eins vor den Latz kriegen. Seht ihr das? Das ist von der Konfettikanone, die wir abgeschossen haben. 150.000 Euro Schaden? Was war das denn für ein Auto, dass es so teuer ist? Schreibt das mal in die Kommentare. Das hat sich auch reingebrannt. Das hat sich in unsere Steinschlagschutzfolie reingebrannt. Aber das sieht geil aus. Sieht echt cool aus. So geil, die Sterne. Hier drauf, scheiße. Oh, der hat sich reingebrannt. Ja. Wenn man mit einem Gamer Weihnachten feiert. Also, lasst uns die Geschenke auspacken. Ja, hier, das ist für dich. Oh, danke. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Doch, weil du mir wichtig bist. Ein... Videospiel, aber ich zock doch gar nicht. Wie? Ich dachte, das war dein Wunsch. Nein, ich hab doch nicht mal eine Konsole. Oh, na dann, gib wieder her. Dann muss ich's wohl selber spielen. Dann bin ich jetzt wohl dran. Ja, hier, das habe ich für dich geholt. Oh, wow, das ist aber groß. Für dich ist mir kein Geschenk zu groß. Pack schon aus. Eine neue... PS5? Aber ich zock doch gar nicht. Was? Ich dachte, du wolltest damit anfangen. Nein, ich hab dir immer gesagt, dass ich Zocken voll Kacke finde. Naja, dann werde ich sie wohl selbst benutzen müssen. Und das passt sogar super zu dem Spiel, das du nicht haben wolltest. Was ein Zufall. Ich werde die ganze Nacht zocken. Hä? Ich bin Darum verwirrt, gibt es Leute. Keine Kinder in GTA 5. In Michaels Haus gibt es einige Familienfotos, die zeigen, wie die Charaktere damals ausgesehen haben. Das ist okay. Nämlich ein Bild von Jimmy damals beim Baseballspielen. Mhm. Auf dem Bild können wir Amanda und Tracy sehen. Man kann aber auch noch dieses Familienfoto sehen, wo alle super glücklich nach der Hochzeit von Michael und Amanda waren. Und dann gibt es noch das passende Hochzeitsfoto dazu. Franklin ist der einzige Hauptcharakter, von dem man ein Bild findet, wo er noch jünger war. Da sieht man nämlich den kleinen Franklin mit einem Basketball in der Hand. Aber warum gibt es denn jetzt eigentlich keine Kinder in GTA 5? Da ich glaube einfach, weil Rockstar Games nicht will, dass man da irgendwie, keine Ahnung, Kinder abknallen kann oder so, weißt du? Dazu muss man erstmal diese Website in GTA 5 besuchen und dann muss man einmal auf Want to Play Gut klicken. Danach kommt man dann zu diesem Familienfoto und auf diesem Foto das sieht man ich die noch. Letzten Kinder, die ich in noch Los Santos gelebt haben. Das Easter Egg. Und wenn man auf Click to Play Gut klickt, dann sieht man ein sehr verstörendes Bild von einem sehr grausamen Unfall. Ja. Und daher darf Rockstar Games keine Kinder in GTA 5. Ja, weiß nicht, ob das jetzt der Grund ist, aber ich habe gehört, in GTA 6 soll es Kinder geben. Habe ich gehört. Ich bin mir aber auch nicht so sicher. Die Lara hat ein großes Problem. Sie ist aktuell die größte Streamerin, TikTokerin und Shorts-Creatorin in Deutschland. Aber warum ist das jetzt ein... Ich habe das mit dieser die Lara, ich habe das gar nicht mitbekommen, Leute. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Auf einmal hat irgendwie gefühlt jeder über die geredet. Ich muss ehrlich sagen, ich bin aber auch ein bisschen lost. Ich bin kaum auf TikTok und sowas unterwegs. Was macht sie denn? Also, oder woher kam sie? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich weiß auf einmal nur
Twitch und ist sie voll groß und alles, aber ist gar nicht mein Problem. Gar nicht vor meine einem Bubble Jahr so. Hat sie dieses TikTok hochgeladen. One thing about me, ich fahr Auto seit 4 Jahren. Dadurch ist Stiggy auf sie aufmerksam geworden und wollte unbedingt mal mit ihr, naja, Minecraft spielen. Aber als sie dann das erste Mal zusammen gespielt haben, war ich nicht nur schockiert darüber, dass die Lara nicht ihr Bett neben Stiggys gesetzt hat, sondern vor allem, dass sie noch keinen richtigen Skin hat. Und da ich schon die gesamte Twitch-Elite Deutschlands, aber auch andere Streamer wie Illegella und Montana Black mit Minecraft-Skins ausgestattet habe, war es natürlich klar, wer die Lara-Skin pixeln wird. Ich habe jetzt übrigens auch Fiverr, wenn du einen eigenen Skin von mir kaufen willst. Und das hier ist ihr fertiger Skin, würde ich sagen, wenn das wirklich die Laras neue Skin wäre. Aber was für ein Skin bekommt die Lara wirklich? Dafür habe ich mir jedes einzelne die Lara-Video angeschaut, welches es gibt, und da sind mir 2 Sachen aufgefallen. Erstens, die Lara hat nur mit Shorts 1 Million Abonnenten bekommen und ich will das auch, also abonniere mich jetzt schnell. Und zweitens, sie hat eine gespaltene Persönlichkeit und denkt, sie ist She-Boss Compossible, also habe ich ihr diesen Skin gemacht und das hat sie dazu gesagt. Das ist richtig cool. Danke für den Skin. Lass eine positive Bewertung da. Die Lara hat ein großes Problem. Wild. Das ist ein cooler Skin. Alle, die eine PlayStation 5 zu Hause haben, ich habe mir was Geiles bestellt. Guckt euch das mal an. Und zwar diese Abdeckhauben hier nur in schwarz. Und wir schauen jetzt mal, ob das geil aussieht oder nicht. Ich weiß nicht, wie man diese Abdeckhauben. Dann hat man ja eine schwarze PS5. Also könnte cool sein. Nehmen. Und das PlayStation-Logo muss auf der anderen Seite zu euch sein. Nach hinten ziehen und hier oben beim PlayStation-Logo hochlupfen. Und diese auf. Alter, guck mal, wie viel Staub da drin ist. Um Gottes Willen. Ich bin mal gespannt, ob das cool aussieht. Boah, ein Hochglanzschwarz zu Klavierlack. Könnte auch cool aussehen. Gottes Willen. Krieg's nicht rein, verdammte Scheiße, Alter. Hab ich's rein? Ja. Erste Seite ist fertig. Ich mach jetzt mit der weiter. Ich hab's geschafft. Und der letzte. Nee, Katastrophe. Okay. Nee. Okay. Meiner Meinung nach richtig geil. Ich sag euch ganz ehrlich, krass. Guckt euch das mal an. Ich weiß nicht, ob ich's gut finde. Oh, geil. Ich weiß nicht, ob ich es gut finde in Mattschwarz. Ich glaube, Hochglanzschwarz wäre cooler. Ein erdrückendes Polizei-Bodycam-Video wurde veröffentlicht, wo ein Beamter ein junges Paar beim ersten Date für zu schnelles Fahren anhält. Nur 14 Minuten später sieht er das. Das Video zeigt, wie der Beamte zum Auto hingeht und nach den Führerschein und Fahrzeugpapieren fragt. Der Beamte erklärt ihm, dass er zu schnell und rücksichtslos gefahren ist. Der Officer kommt zum Wagen zurück und gibt ihm ein paar Strafzettel und sagt ihm, er hätte ihm sogar mehr geben können. Die Frau entschuldigt sich und sagt, dass es ihre Schuld war. Der Beamte sagt, dass er es versteht, aber sich gegenseitig zu töten ist kein Weg, eine Beziehung anzufangen. Sie sollen heil zu Hause ankommen und lässt sie gehen. Nur 14 Minuten später soll er zu einer Einsatzstelle mit schwerem Autounfall. Und zu seinem Schock erkennt er das Auto, was er vorher angehalten hatte. Lol. Krass. Forensikexperten sagten, dass sie mit knapp 200 km/h fuhren, bevor es gegen einen LKW krachte, was dazu führte, dass das komplette Dach vom Auto... Warum fährt man auch so? Das Paar starb sofort. Wo kann sie sich alles die Haare entfernen lassen? Let's go. Kannst du dir auf deinem Kopf die Haare entfernen lassen? Nein. Also keine Glatze für dich? Nein. Nee, okay. Und was ist, wenn du, möge Allah uns davor bewahren, krank bist? Ja, dann darf ich mir natürlich die Haare entfernen. Ja, dafür kann man ja nichts. Ja. Wie sieht es mit deinen Augenbrauen aus? Darf ich auch nicht entfernen. Also nicht kürzen, hier mit Fäden schöne Formen machen, darf nein, ich nicht, ne? Nein. Und hier in der Mitte zwischen? Das darf ich machen, ja. Aber mit einem Rasierer, dadurch, dass keine Schmerzen entstehen. Wie sieht es mit deinem Ohr aus? Ja, da darf ich meine Haare entfernen lassen. Und mit deiner schönen Nase? Ebenso. Ja? Ja. Und mit deinem schönen Vollbart? Ja, das muss ich sogar machen. Ja, damit man den Männern nicht ähnelt. Ja. Wie sieht es mit deinen Achseln aus? Ja, da muss ich die Haare alle 40 Tage entfernen. Spätestens. Ja. Und wie sieht es mit deinen Beinen aus? Ja, da darf ich auch meine Haare entfernen lassen. Ja, und im Intimbereich? Ja, da muss ich sogar auch alle 40 Tage die Haare entfernen lassen. Sehr gut. Dankeschön fürs Zuschauen. Also eigentlich alles normal, oder? Ja, normal, dass man seine Körperbehaarung entfernt. Kannst du es sehen? Ich kann diese lila Punkte verschwinden lassen. Alles, was du dafür tun musst, ist jetzt einfach auf den Punkt zu schauen, denn das ist eine optische Illusion. Schaue weiterhin einfach nur auf das Kreuz, bis sich nacheinander immer mehr ich mach da jetzt von diesen mit. Lila Punkten auflösen. Du darfst nicht weggucken, du darfst nicht blinzeln, deine Augen müssen ich guck nur auf dieses X in der Mitte. Schaffst du es, alle lila Punkte wegzuerlöschen? Bei mir wird das Schaffst jetzt eher grün. Es, dann lass ein kostenloses Bei mir wird das Auto, grün. Geschafft hast. Oh mein Gott. Kannst du es sehen? Es war voll komisch, dass bei mir so grün geworden eher, aber es ist nicht verschwunden. Deswegen hasse ich Asien. Ich bin ja jetzt seit mittlerweile über 4 Monaten in Asien und neben den Scams ist es das, was mich am meisten aufregt. Ich war ja in Sri Lanka einkaufen, um irgendwas Weihnachtliches zu finden und habe mich dann für Kekse entschieden. Ich bin dann zur Kasse gegangen und habe mich gefreut, dass nur eine Person vor mir ist. Dann kann es ja nicht so lange dauern. Das Bild gerade war vorgespult, aber das ist die eigentliche Geschwindigkeit, in der der Mann gearbeitet hat. Wenn das eine Aldi-Kassiererin gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon wieder aus dem Laden raus gewesen. Und das ist nicht nur in Sri Lanka so, das Alter. Ist wirklich in jedem asiatischen Land an jeder Die lassen Kasse sich richtig Zeit. Die entspannte Art der Asiaten ist zwar meistens cool, weil sie sich einfach nicht stressen lassen und es ist auf jeden Fall auch etwas, was man sich als Europäer
ein bisschen abschauen sollte. Aber in manchen Situationen ist es einfach so unfassbar. Ach du Heide, ich würde auch durchdrehen. Man könnte jetzt denken, dass ich würde durchdrehen. Alle Sachen in Deutschland echt alles. Dann ist mir aber eingefallen, dass die Leute die Sachen nicht selber einpacken und der Kassierer das deswegen auch machen muss. Das verdoppelt tatsächlich nochmal die Länge des Prozesses. Ich dachte, ich kann zur anderen Kasse gehen, aber die Frau der Kassierer packt das auch noch ein. Das dauert echt viel länger. So gnädig, dass sie zwei Sachen selber eingepackt hat, aber dann hat sie auch wieder aufgehört. Dann war sie aber tatsächlich irgendwann fertig und ich dachte, ich wäre jetzt dran, aber stattdessen hat der Kassierer noch mit seinem Kollegen gesprochen. Nach ganzen 7 Minuten Wartezeit für einen Kunden war ich dann auch fertig. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Boah, er klaut einfach ein Handy. Ach du Heilige, da wär ich schon raus. Da kommst du nicht hinterher, Leute. Wenn der dein Handy klaut, ist vorbei. Da ist vorbei. Und zack. Hey, er klaut einfach allen. Ist natürlich geskriptet, Leute, mit Absprache der anderen. Gehe ich jetzt mal von aus. Aber imagine, er könnte so viele Handys klauen. Hey, Wecker. Kannst du mich morgen um 7 Uhr aufwecken? Okay, dann werde ich genau um 7 Uhr wecken. Perfekt. Ich wünsche dir eine gute Nacht, ja? Wenn der Wecker eine Person wäre. Okay? Morgen, aufstehen. Lass mich schlafen. Aber du wolltest doch, dass ich dich wecke. Oh, kannst du mich mal bitte in Ruhe lassen? Ich will schlafen, ich bin voll müde, Mann. Lass mich in Ruhe. Komm bitte, steh jetzt auf. Ist er immer noch nicht wach? Nein. Hey, ich steh auf. Oh, jetzt auch noch 2. Lass mich in Ruhe. Hey, oh, ich will schlafen. Oh, ist er immer noch nicht wach, oder was? Jo, was ist los hier? Ja, oh, oh, ja. Ja, ist ja gut, Alter. Hey, ich bin wach. Warte, will wieder schlafen. Ah! Bro, ist echt schlimm, man. Immer wieder dieses Schlummermodus, immer wieder. Hey, Mann. Heute haben wir ein Herz in OG4. Leute, real. Ey, da bin ja ich, Leute. Und in diesem Sinne würde ich sagen, lasst gerne wie immer ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Wenn ihr es gefeiert habt, dass wir mal wieder auf Shorts reagiert haben, dann würde ich sagen, bis dann. Haut rein, Leute. Euer Crimex.